Hallo, ich bin Gabi und ich habe heute eine Yoga-Einheit für alle. Vor allen Dingen vielleicht für die, die gerade im Homeoffice sind und kaum vom Schreibtisch kommen und für die, die gerade Abi machen und in den Prüfungsvorbereitungen sind und nur am Schreibtisch sitzen. Steht einfach mal auf zwischendurch, nehmt euren Stuhl. Es ist total egal, welcher Stuhl, aber bitte kein drehbarer oder rollbarer Stuhl. Ansonsten könnt ihr alles nehmen, was ihr habt. Und stellt euch erstmal einfach hin. Ihr könnt eure Sachen anlassen, Schuhe ausziehen und macht mit. Wir machen erstmal ein kleines Warm-up oder Entspannung. Nimm die Schultern nach hinten, dreh die Schultern, mach dich locker. Schultern einzeln nach hinten. Nimm die Ellbogen mit dazu, mach große Kreise. Nimm die Hände wieder unten. Konzentrier dich auf deine Füße, spür die Füße am Boden. Und konzentrier dich auf deine Atmung. Atme ganz tief ein. Und aus. Atme ein. Werde ganz groß und aufrecht. Atme aus, bleibe groß und aufrecht. Atme nochmal tief ein und aus. Nimm die Hände vor dich auf Schulterhöhe und zieh die Schulterblätter nach hinten zusammen. Zieh die Schultern zusammen und schieb die Hände wieder nach vorne. Nach hinten, nach vorne. Nach hinten, nach vorne, nach hinten, nach vorne. Nimm die Hände wieder nach unten, mach nochmal Kreise. Komm in die Aufrichtung, atme ein nach oben, aus, zurück, ein nach oben und aus. Die Hände nach vorne, zieh die Schulterblätter wieder zusammen, nach hinten, nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten, nach vorne. Komm mit den Händen wieder tief und atme wieder ein nach oben, aus nach hinten, nach unten, ein nach oben, aus nach unten, ein nach oben. Zurück, nimm nur die rechte Hand nach oben und dehn dich zur Seite, atme ein und aus, bleib bei der Seite, atme ein und aus, atme ein und aus, noch einmal, atme ein, in die Dehnung, aus, zurück, mit der linken Hand zieh dich in die Länge, atme aus. Atme ein und aus. Atme ein und aus. Ein letztes Mal. Atme ein, aus, zurück und komm zu deinem Stuhl. Stell dich so einen Schritt breit hinter deinem Stuhl. Die Füße sind hüftbreit auseinander. Komm mit den Händen nach oben, ein bisschen näher, komm mit den Händen auf deinen Stuhl. Mach den Rücken gerade, kipp dein Becken nach vorne. Das ist auch eine super Vorbereitung für den herabschauenden Mund im Yoga. Heb die linke Hand nach vorne, komm tief, die rechte Hand nach vorne, komm tief, winkel die Beine an und komm wieder nach oben zurück. Mit beiden Händen auf den Stuhl. Becken nach vorne, mit der Hand nach oben und zurück. Nach oben, zurück und mit beiden Händen wieder nach oben. Komm nach oben, auf den Stuhl, gib dein Becken nach vorne, mach den Rücken gerade, komm hoch und tief. Hoch. Und tief. Einen nach oben, noch eine Runde. Komm tief.
stehen. Komm wieder mit den Händen nach oben auf den Stuhl. Komm jetzt mit den Füßen ein Stück weiter nach hinten. Und schieb hier den Po nach hinten. Mach dich gerade. Winkel die Beine ein bisschen an, wenn du merkst, der untere Rücken wird rund. Winkel die Beine an, zieh den Oberkörper nach hinten. Komm nach vorne. In den Stütz. Schieb den Po wieder nach hinten. Komm nach vorne. Nach hinten. Nach vorne. Nach hinten. Bleib da, spür die Dehnung. Komm mit den Händen tief und hoch auf den Stuhl zurück. Nach vorne. Mit dem Po nach hinten. Wandere mit den Händen tief, hoch, hoch. Achte drauf, dass der Nacken lang ist. Komm in den Stütz. Nach hinten. Und tief, hoch. In den Stütz. Noch ein letztes Mal. Schieb den Po nach hinten. Komm tief, wechsel ab und zu mal die Reihenfolge der Hände. Komm hoch und hoch. Wie gesagt, auch mit angewinkelten Beinen möglich. Nach vorne und lauf wieder nach vorne. Locker einmal deine Schultern, deine Beine. Und komm wieder mit den Händen auf deinen Stuhl. Lauf wieder nach hinten. Und heb jetzt den linken Fuß mit an und halte. Komm zurück mit dem rechten Fuß nach oben und tief. Komm ein Stück weit wieder nach vorne, nach oben zum Stehen, mit den Händen tief. Lauf wieder nach hinten und komm wieder mit dem linken Fuß nach oben, mit dem rechten Fuß, mit dem Po nach hinten, lauf nach vorne und komm wieder nach oben zurück. Nochmal, lauf nach hinten, heb dein linkes Bein und dein rechtes. Hinten und lauf wieder nach vorne. Komm nach oben und locker wieder Beine und Hände an. Komm wieder nach unten mit den Händen zum Stuhl. Lauf nach hinten und komm mit dem Bein ein bisschen höher. Zieh dein Knie nach vorne zur Nase. Schieb den Po nach vorne, mach dich gerade. Und streck dich wieder aus. Komm nach vorne. Und streck dich wieder aus. Nach vorne. Streck dich aus. Und ein letztes Mal. Nach vorne. Und streck dich aus. Noch beide Füße. Wechsel die Seite. Schieb den rechten Fuß nach oben. Zieh dein Knie zur Nase und schieb die Schultern über die Hände. Schieb die nach hinten. Komm nach vorne zurück. Nach hinten. Und wieder zurück. Nach hinten. Noch einmal. Und streck dich aus. Komm auf beide Füße zurück. Schieb den Po wieder nach hinten. Und komm nach vorne zurück. Zum Stehen. Nach oben. Komm wieder nach oben. Bleib mit den Füßen am Stuhl. Setz die Hände wieder auf. Und mit dem Oberkörper tief. Nach oben.
oben, zurück. Dreh die Schulter nach hinten. Locker die Schultern. Locker deine Handgelenke. Dreh die Hände in die andere Richtung. Und komm nochmal zu deinem Stuhl. Nimm die Hände wieder nach oben. Komm tief. Wandere mit den Händen nach unten. Komm nach oben zurück. Gib die rechte Hand. Die linke Hand. Wandere mit dem rechten Fuß nach hinten. Und schieb direkt den linken Fuß nach oben. Komm mit dem Knie nach vorne. Und schön zurück. Schieb dein rechtes Bein nach oben. Komm mit dem Knie zur Nase. Und zurück. Komm wieder in den Stütz. Und lauf nach vorne. Noch einmal. Streck dich zur Decke, lass die Schultern unten. Komm tief. Wandere nach hinten. Die rechte Hand, die linke Hand nach vorne, die rechte Hand nach vorne, schieb den Po nach hinten, streck den linken Fuß zur Decke, zieh dein Knie zur Nase, wechsel die Seite, schieb den rechten Fuß zur Decke, komm den Knie zur Nase, beiden Füßen zum Boden und wieder nach vorne. Noch eine Runde. Komm mit den Händen tief, lauf nach hinten, schieb den Po nach hinten, gib dein Becken nach vorne, die linke Hand, rechte Hand, streck den linken Fuß zur Decke, zieh dein Knie zur Nase, wechsel die Seite, zieh dein Knie zur Nase. Komm auf beide Füße in den Stütz und lauf wieder nach vorne. Locker die Schultern wieder, nach hinten nach vorne, schüttel die Handgelenke aus. Nimm die Hände wieder neben dich und dehn dich nochmal zur Seite, wie zu Beginn. Nochmal. Noch einmal. Wechsel die Seite. Und streck dich nochmal aus. Ein letztes Mal. Und komm wieder mit den Händen zum Po zurück. Mach dich nochmal einmal ganz locker. Schüttel die Beine und die Füße einmal aus. Atme ein nach oben, aus, zurück. Das war eine kleine Übungseinheit für euch. Ich hoffe, ihr probiert es ab und zu mal aus. Danach könnt ihr bestimmt wieder viel besser weiterarbeiten, weiterlernen und ihr fühlt euch einfach ein bisschen frisch. Bis zum nächsten Mal.